Sehen Sie jetzt die Filmreihe aus Feldstein, Sandstein und Holz. Kirchen zwischen Unstrut und Saale. Die Zuschauer sollen auf Kirchen aufmerksam gemacht werden, denn sie sind die Zeugen unserer Kultur. Es handelt sich in den einzelnen Filmen vorwiegend um ländliche Kirchengebäude, die alle ihre Entwicklungsgeschichte vorweisen können, die teils über wertvolle Kunstwerke verfügen, die oft kaum oder gar nicht bekannt sind. Zum Glück gibt es in den Orten interessierte Bürger, die versuchen, den Verfall aufzuhalten. Alleine das wiedergeweckte Interesse ist bereits der erste Schritt, den Verfall zu verlangsamen. Interessengruppen sammeln Geld und sprechen Handwerker an. Wir Nutzer vom offenen Kanal Merseburg-Querfurt wollen mithelfen, den Bürgern die Objekte der Vergangenheit, die dereinst der Mittelpunkt der Orte waren, nahezubringen. Was gerettet werden soll, muss erst bekannt sein. Wir wollen unsere Zuschauer an gewohnte und doch wenig bekannte Traditionsgebäude, besonders unserer ländlichen Kultur, erinnern. Die Kirche in Oberklobikau. Und 899 wurde der Ort im Hersfelder Zehntenverzeichnis als Globoko erwähnt. 1320 änderte sich der Name in Globecke und Globeck. Die Kirche Globiko gehörte 1225 dem Kloster Wimmelburg. Bekannt ist, dass 1610 die Kirche erneuert wurde. 1721 aber erfolgte ein vollständiger Umbau. Die Jahreszahl 1825 ist in der Windfahne zu sehen. Der Turmunterbau ist entschieden älter. Er öffnet sich in drei gleich hohen Rundbogen nach Osten, Süden, Norden. Der Kanzelaltar wurde 1723 errichtet und 1908 erneuert. Über einer Wolkenglorie zwischen Schriftband haltenden Engel thront Gott. Die Taube als Zeichen für den Heiligen Geist. Die Sakramentengel, einmal mit Patene. Und zum anderen mit dem Kelch, die notwendigen Gefäße für das Abendmahl. Die Kanzel wird flankiert von zwei großen Figuren. Links von dem seine Augen verhüllenden Moses, in manchen Büchern auch Josef genannt. Rechts von Johannes.
Der Hirte sucht sein verlorenes Schaf und schützend bringt er es zur Herde zurück. Und hier die Taufstände von Nieder- und Oberklobikau. An der Straße durch Milzau, Niederklobikau, Richtung Wünsch und Möcheln begegnen Autofahrer, Radfahrer oder auch Fußgänger der im Film betrachteten kleinen Kirche. Von weitem verbindet das Auge den Kirchturm mit einem großen ehemaligen Gutsgebäude. In der Nähe aber entdeckt man überrascht beim genaueren Hinsehen das zum Turm gehörende Kirchenschiff.